Heute geht es um Stars, um Sternchen, um Drama, um Boulevard, um Abstürze. Heute wagen wir einen Rückblick auf die letzten 20 Jahre TV-Geschichte und ergründen, was eigentlich daraus wurde. Heute geht es um jeden Deutschland sucht den Superstar-Gewinner ever. Es gibt mittlerweile 20 Menschen auf dieser weiten Welt, die Deutschland sucht den Superstar gewonnen haben. Und bei der Recherche dazu, was aus jedem einzelnen dieser Personen geworden ist, sind mir immer wieder Muster aufgefallen, die sich wiederholen. Deshalb habe ich mich dann spontan dazu entschieden, waghalsig wie ich bin, diese Sache hier nicht chronologisch aufzuschlüsseln, ich glaube, das wäre ein bisschen arg langweilig, sondern Narrative aufzugreifen und Parallelen in Karrieren aufzuzeigen, aus denen wirklich nicht mehr ganz so viel wurde, bis hin zu den tatsächlichen Superstars, die nicht nur qua der Sendung so genannt werden, denn die gibt es. Los geht's. Geläutert. Es gibt diese kleine, aber erhabene Gruppe an Superstars, bei denen man schon während der Show dachte, dass die da vielleicht nicht so richtig aufgehoben sind, aber dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb gewonnen haben. Das erste Mal passiert ist das schon in Staffel 2 bei Ellie Erl. Ihre Siegersingle This Is My Life ging im Vergleich zum direkten Vorgänger, auf den kommen wir später noch, schon mal nicht auf Platz 1, was für diese Zeit schon auch rückblickend betrachtet wirklich seltsam war. Dazu kam dann auch noch ein ziemlich schnelles Zerwürfnis mit Plattenfirma, Management und dem King himself, Dieter Bohlen. Das ging dann damals sogar so weit, dass von ihrem Siegersong eine alternative Version auf dem Album selbst veröffentlicht wurde, weil die ursprüngliche Version zu sehr nach Bohlen klang und die neue Version, ja, klingt ein bisschen rockiger. Ja, ist trotzdem irgendwie ein bisschen boring, finde ich jetzt persönlich. Sie hatte sich dann aber, und das ist das Narrativ, was sich hier durchzieht, relativ schnell dazu entschieden, die sogenannte Handbremse reinzuhauen und sich zurückzuziehen. Ellie Erl wurde, nach dem, was sie tatsächlich schon vorher studiert hatte, Realschullehrerin. Sie war dann zwischendurch noch ein Jahr auf Reise und hat darüber ein Buch geschrieben. Und erst in diesem Jahr ist sie wieder mehr oder weniger auf der Bildfläche aufgetaucht, denn sie macht wieder Musik. Und zwar so ein bisschen Singer, Songwriter, Gitarrenmusik zusammen mit ihrer Lebensgefährtin auf Bayerisch. Und ganz ähnlich ist es auch bei den beiden anderen Rockröhren, die DSDS gewonnen haben. Sowohl Thomas Godoy als auch Tobias Regner gehen mit ihren beiden Siegersingles direkt auf die Eins. Hier nochmal ein krasses Shoutout an I Still Burn von Tobias Regner. Das war die geilste Scheiße meiner Kindheit. Danach flacht der Hype dann aber relativ schnell wieder ab und beide entschließen sich mehr oder weniger über die Zeit zu ihren sogenannten Wurzeln zurückzukehren. Tobias Regner spielt sich durch die kleinen Clubs dieser Republik, übrigens auch mal in Saarbrücken hier gespielt, wo ich mit meiner eigenen Band auch mal gespielt habe und das fand ich damals wirklich todesfancy, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat dann aber auch schon 2017 nach ein paar weiteren Alben, zum Beispiel auch was Akustisches, die letzten großen Releases gehabt und seither spielt er zum Beispiel auch in 2 Metallica Tribute-Projekten mit. Wenn man seine eigene Website besucht, wird da sogar hauptsächlich damit geworben, dass er als Synchronsprecher tätig ist. An der Stelle kleine Info aus dem Schnitt. Ich habe Tobias Regner sogar angefragt, ob er was für das Video einsprechen soll und er hat geantwortet. Aber er hat dann nicht mehr geantwortet darauf, was er mir einsprechen soll. Ich habe mich nicht mehr getraut, nochmal zurückzuschreiben, weil ich auch das Video nicht mehr weiter rausschieben sollte. Aber Tobias, falls du das hier siehst, jederzeit. Ganz ähnlich wie gesagt bei Thomas Godoy, der veröffentlicht bis heute und finanziert sich seit 2014 seine kompletten Albenproduktionen über Crowdfunding. Genremäßig ist das aber schon ziemlich lange nicht mehr das, was es zu Deutschland sucht den Superstar-Zeiten war. Seine ersten Singles waren so eine leichte Rock-Pop-Nummer. Er hat dann auch relativ schnell was Deutsches veröffentlicht, was brutal nach Revolverheld klang. Mittlerweile ist er aber einfach, ja, deutschen Hardrock, würde ich mal sagen, und ist sogar explizit in diesem Monat hier auf Tour in Deutschland. Also, wenn ihr da seid, sag mal liebe Grüße von mir. Und ich glaube, allen drei hat das Ganze irgendwie ziemlich gut getan und alle drei eint, dass sie relativ schnell gemerkt haben, dass sie Bock drauf haben, BerufsmusikerInnen zu sein, aber dass das, was DSDS ihnen im Gesamtpaket bietet, nämlich dieses ganze Boulevardeske, was damit einhergeht, nichts für sie ist und haben relativ schnell klare Grenzen gesetzt und sich ihren persönlichen Erfolg neu definiert. Denn ganz ehrlich, wenn du auf diesem Peak, auf diesem krassen, aufgeblasenen Mega-Hype von DSDS warst, geht's seltenst nur noch höher. Aber irgendwie, wenn ich das mal so ganz subjektiv sagen muss, bin ich auf all diese drei relativ stolz, dass sie es da irgendwie rausgepackt haben und jetzt Erfolg für sich definieren. Verglüht. Ganz im Gegensatz dazu muss man sagen, ja, es gab eine Zeit, in der DSDS wirklich
hyperrelevant war und die Chartspitze quasi für die Siegersongs reserviert waren. Aber es gab eben auch die Zeit, in der eine Reihe an Leuten, die das gewonnen haben, einfach an Erwartungen und Hype zerschellt sind. Aneta Sablik, Severino Seeger, Alfonso Williams und Marie Wegener, das reimt sich, sind mit oder nach ihrem Siegersong alle mehr oder weniger verpufft. Die waren nämlich auch zunehmend austauschbarer. Vielleicht noch hervorzuheben sei Alfonso Williams' What Becomes of a Broken Heart. Das war dann so eine Pop-Swing-Nummer, wo er dann halt mit seiner Stimme auch ein bisschen glänzen konnte. Wo es mir da auch fast mit der Prämisse dieses Videos ein bisschen schwerfällt, das jetzt auszuführen. Alfonso Williams hat noch ein paar Sachen veröffentlicht, war dann bei Promi Big Brother in 2018 und ist ein Jahr später verstorben. Aneta Sablik, die 2014 gewann, chartete mit ihrem Song dann zwar noch auf 1, musste die damit zusammenhängende Tour bis auf 2 Termine komplett absagen. Danach kamen noch vereinzelt immer mal wieder Songs, auch Sachen auf Deutsch. Am relevantesten ist aber wahrscheinlich, dass sie bei der letzten Staffel Kampf der Reality Stars mit dabei war und 9. wurde. Und im April diesen Jahres war sie auf dem Cover des deutschen Playboys. Severino Seeger, der Sieger von 2015, jetzt aber, ereilte ein ganz ähnliches Schicksal, aber nicht bezogen auf den Playboy. Seine Siegersingle, wie heißt sie? Hero of My Heart, ging komplett baden und war zu dem Zeitpunkt sogar der schwächste DSDS-Siegersong überhaupt. Von seiner darauffolgenden Tour fand nur ein Stopp statt. Was von ihm aber wahrscheinlich am meisten in Erinnerung blieb, und ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen kultig, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bagatellisiere jetzt gleich eine Straftat und es tut mir schon mal im Vorhinein leid, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie liest es sich lustig. Er wurde verurteilt wegen bandenmäßigen Betrugs, weil er ältere Menschen insgesamt 25.000 Euro abgezogen hat. Und das hat er dann auch alles wieder zurückgezahlt und engagiert sich seitdem. Also all good, würde ich einfach mal sagen. Daraufhin wurde dann auch bekannt, dass RTL alle Zusammenarbeit beendet. Und damit war dann auch für ihn erstmal relativ viel beendet. Trotzdem hat er über die Jahre aber immer mal wieder Musik veröffentlicht. Und war dann sogar letzten Sommer im Fernsehgarten mit einem Cover von Prince's Purple Rain. Dann sind wir in 2018, da gewann die 16-jährige Marie Wegener. Sie ist mit ihrem Bohlen-Song königlich sogar auf Platz 3 in den Charts gestartet und hat was geschafft, was einige vor ihr und auch viele nach ihr nicht schaffen werden. Sie hat sogar noch ein zweites Album in diesem Timeframe um DSDS herum produziert. Und das war auch gar nicht so unerfolgreich, also es war irgendwie noch Top 20 in den Charts. Nach ihrem Sieg heuerte sie dann bei einem Schöne und das Biest Musical an und spielte die Bella und war noch als Support Act mit Andreas Gabalier auf Tour. Verhaltenes Schweigen von mir an der Stelle. Und dann Ende letzten Jahres gab es nochmal eine komplette Imagewandel, denn sie tritt jetzt nicht mehr auf als Marie Wegener, sondern hat 2023 den Song Home veröffentlicht, aber unter dem Pseudonym Mary Lane. Und der Song ist okay. Und darüber hinaus würde ich hier auch, wenn es vielleicht ein bisschen unfair ist, noch zwei etwas aktuelleren Gewinnern unterstellen, dass sie verglüht sind. Jan-Martin Block von 2021 hatte von vornherein einen verhaltenen Hype, hat dann auch schon seit 2 Jahren keine Musik mehr veröffentlicht, aber immerhin ist er seitdem als Synchronsprecher tätig und hatte unter anderem kleine bis mittelgroße Rollen in Guardians of the Galaxy 3 oder Indiana Jones 5. Und dann auch aus Mangel an Beweisen der Sieger der letzten DSDS-Staffel von 2023, Sam Eisinger. Der peakt mit seinem Siegersong Don't Let Me Go auf Platz 57 der deutschen Charts und hat seitdem einen einzigen weiteren Song veröffentlicht. Und ja, das klingt alles in allem mehr oder weniger traurig, wenn man das so die Fakten runterbetet. Es war eben irgendwie die Zeit, in der DSDS auch für sich kapieren musste, dass es eben nicht mehr diesen riesengroßen Hype gibt und man eben auch nicht mehr in der Position ist, so einen Menschen für ein halbes Jahr zum berühmtesten Menschen der ganzen Bundesrepublik zu machen. Also es ist so ein bisschen, als hätte man den Hyperhype übersprungen und wird direkt in so eine realistische Szenerie reingeworfen. Noch dazu finde ich es auch irgendwie ganz okay, dass sich RTL seit der 8. Staffel aus dieser Pflicht irgendwie rauskauft, einen Mega-Hype erzeugen zu müssen und den SiegerInnen einfach 500.000 bzw. dann später nur noch 100.000 Euro als Gewinnprämie zu geben und das auch so. Du hast jetzt 500.000 Euro und hast plötzlich eine viel größere Reichweite als bisher. Das heißt, du kannst dich auf deine Karriere irgendwie konzentrieren.
guck halt, was du draus machst, hin und wieder zurück. Anders war das Ganze noch bei dieser Kategorie, denn hier prallen Welten aufeinander. Denn das war so eine Zeit, in der DSDS bzw. RTL noch das Backup hatten und noch die Einschaltquoten und noch den Hype hatten, um was wirklich Großes, um diese Sieger zu kreieren und zu schaffen und die richtig nach vorne ins Rampenlicht zu pushen. Die tatsächlichen Menschen hinten dran, die wirklich bereit waren, Fans von diesen Leuten zu werden und sich das auch über eine längere Zeit anzutun, der war halt viel kleiner, sodass es einfach ein überkünstlichen Push gab. Das führte dann auch unvermeidlich dazu, dass man relativ schnell in so einer Art Pseudo-Realität gelebt hat, so stelle ich es mir zumindest vor, in der man zwar auf der einen Seite in ganz Deutschland bekannt war, aber auf der anderen Seite im tatsächlichen Erfolg messbaren Kategorien gar nicht mehr so richtig stattfand mit seiner Kunst, für die man ja eigentlich gewonnen hat. Daniel Schumacher, der sechste Sieger von DSDS aus 2009, hatte einen richtig crazy Hype und war auch so ein bisschen der Loverboy und der Frauenschwarm. Also er ist quasi das, was ich auf YouTube heute bin. Er hatte auch einen guten Siegersong mit I can give you anything but love und ging mit beidem Album und Song auf Platz 1. Das Ganze trug sich dann auch noch so ein bisschen, sodass er immerhin in den ersten 4 Jahren seiner Karriere ganze 3 Alben veröffentlicht hat, die dann aber auch immer weiter abgeflacht sind. Seitdem hat er aber eigentlich, und das muss man auch festhalten, stetig Songs veröffentlicht. Seine letzte Single heißt Stay und erschien im April. Ansonsten arbeitete er als Gesangslehrer in seiner Heimat im Schwabenland. Er war Teil des Musicals This is the Greatest Show. Und dazu ist er regelmäßig auf Pride-Paraden als Sänger und Performer auf den Bühnen dort präsent. Fall 2 in dieser Kategorie ist noch etwas eklatanter und stammt aus dem Folgejahr. 2010 gewinnt der kontroverseste Sieger DSDS überhaupt. Denn, naja, eigentlich hätte es doch sollen Menuhin Fröhlich sein, aber dann war es Mehrzat Marashi. Und auch hier, Don't Believe, seine Siegersingle geht auf Platz 1. Das Album läuft auch ganz gut. Er hat sogar noch ein Feature mit Mark Medlock zusammen, Sweat Alalalala Long, dessen Text wir hier explizit nicht weiter eingehen werden. Läuft aber auch trotzdem gut, der Song, also geht auf 2 in den Charts. Aber, wer hätte es gedacht, die 2 Folgealben verschwinden in der Versenkung. Und auch hier musste eine Tour abgeblasen werden. Mehrzat Marashis letzter veröffentlichter Song ist von 2018. In dem Musikvideo zieht er für meinen Geschmack etwas zu sehr aus wie Apo Red. Das macht mich nervös. Und danach folgten mehrere Projekte mit nicht allzu großer Halbwertszeit. Es gab eine Mehrzat Marashi Tanzschule. Er hatte ein Tonstudio und aktuell jetzt immer noch ein Musiklabel. Aber auch da geht zum Beispiel auf der Instagram-Seite so wenig ab, dass man hier wirklich explizit die Frage stellen muss, was macht Mehrzat Marashi eigentlich, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass das quasi explizit auch 2 Personen sind, bei denen mir die Extreme ganz krass aufgefallen sind. Vor allem auch, wenn man betrachtet, was sie danach machen. Womit ich aber auch im Speziellen gar nicht implizieren will, dass das einer Niederlage gleicht. Naja, Ausfahrt, Schlager. DSDS hat im Jahr 2013 inhaltlich einen eklatanten Haken geschlagen, der die Show vielleicht retten konnte, aber mindestens relevant halten konnte. Denn da gewann erstmals eine nicht näher genannte, noch geheime Dame, die explizit als Schlagersängerin angetreten war. Zu der kommen wir gleich noch. Was wir aber in erster Instanz nur mal wissen müssen, ist, dass das die Tür und Tor ganz weit aufgemacht hat für einen völlig neuen Karriereweg aus dieser Show heraus. Ja, man hatte vorher immer das Gefühl, naja, jetzt wird deutsche Robbie Williams und deutsche Britney Spears gesucht. Und plötzlich war man aber so, naja, was, wenn wir einfach deutsche Andrea Berg suchen? Und das hat nicht nur funktioniert, seitdem gibt es eben auch KandidatInnen, die explizit zu Deutschland sucht den Superstar hingehen, um eben diesen Karriereweg als Schlagerstar zu forcieren. Und das nicht genug, es gab sogar einige, die ursprünglich als Popmäuschen zum Casting sind und dann danach dachten so, Schlager? Darwin Herbrüggen zum Beispiel, der gewann 2019 mit seiner Popnummer The River, die chartmäßig nicht wirklich gezündet hat. Erst ist er dann zu klassischem deutschen Pop gewechselt, nur um dann letztendlich den kompletten, ist es dann 180, ich weiß es nicht, sagt ihr es mir, zu machen. Und in diesem Jahr erschien die Schlagernummer Einmal um die Welt. Und es ist wirklich exakt das, woran ihr denkt, wenn ihr an Schlagerpop denkt. Dann gibt es noch Harry Lafontaine, der hat 2022 gewonnen und hat
nur eine einzige Single veröffentlicht. Seine Siegersingle. Someone to You heißt die. Relativ fix danach gründet er nämlich mit seinem Bruder Gianni, der übrigens in derselben Staffel ebenfalls im DSDS-Finale war, aber nur Vierter wurde, ein Schlagerduo. Die LaFontaine Brothers veröffentlichen jetzt eben dann schon im zweiten Jahr gemeinsam Schlagermucke und Stand jetzt ist das noch nicht so hyper erfolgreich, aber man scheint da einen Weg gesehen zu haben und man fand auch schon irgendwie in so diesem Fernsehgartenumfeld in TV-Shows statt, also good for them. I guess. Dann gibt es auch noch ein Prime-Beispiel neben der geheimnisvoll verruchten Dame, die noch nicht näher genannt werden soll. Ramon Roselli, der Sieger von 2020, wusste direkt, was er will. Er ist auch schon mit Schlager angetreten. Er war dann eben nach seinem Sieg auch in der Nische direkt präsent. Außerdem ist er jetzt gerade in einem neuen Release-Zyklus drin, aber es hat gerade eine neue Ramon Roselli-Ära begonnen, weil ein neues Album auf dem Weg ist. Aber was in dieser Branche wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, ist einfach Präsenz zu zeigen. Und Ramon Roselli ist eben wiederkehrender Gast, da wo er stattfinden muss, Fernsehgarten oder bei diesen ganzen Silbereisen-Shows, habe ich übrigens mal ein Video drüber gemacht. Und zu guter Letzt in der Schlager-Pipeline gefangen ist der Sieger aus 2016, Prince Damien. Album und Single rund um den DSDS-Sieg waren eigentlich ganz gut am Performen, Platz 1 für die Single, Platz 3 für das Album. Das war dann auch schon auf Deutsch, allerdings auch noch so, ja, Justin Timberlake-ig, habe ich irgendwie das Gefühl. Da gab es auch noch später eine Single namens Hab dich lieb, was erstmal klingt wie ein Jamba-Klingelton, was aber ein irrer Abklatsch von Mirrors von Justin Timberlake, glaube ich, war. Zwischenzeitlich war Prince Damien dann auch noch anderweitig unterwegs als Teil des Musicals The Band. Er hat 2020 sogar das Dschungelcamp gewonnen und im letzten Jahr kam dann der entscheidende Schritt, als er nämlich bei Team 5 anheuerte. Team 5 ist eine Boyband, die Boyband-Hits als Boyband auf Deutsch neu interpretiert, sozusagen. Mit dabei ist Jay Khan und Prince Damien kam rein als Ersatz für Mark Terenzi. Das ist auch eine Riege, in der man erstmal stattfinden muss, sage ich jetzt mal so ganz wertfrei. Und auch wenn das vielleicht erstmal gar nicht so klingt, in erster Linie findet Team 5 in diesem Schlageruniversum statt. Ja, also die sind zu Hause im Fernsehgarten, beim Schlagerboom, bei den großen Sommerfesten der was weiß ich für eine Musik. Darüber hinaus macht Prince Damien übrigens auch ja, so Instagram-Sketche, also so Reels als Sketche. In seiner Biografie steht dazu, er macht Cringe- und Comedy-Videos. Die sind irgendwie ganz gut aufgerufen. Aber ich drück's jetzt mal so aus. Meinen persönlichen Humor treffen die jetzt nicht unbedingt. Baby, ich möchte, dass du mich an drei Orten küsst. Wo? Paris, Hawaii und Malediven. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, dafür küsst mich. Und wenn ich dieses ganze Phänomen, sage ich jetzt mal, nochmal ergreifen will und beschreiben müsste, dann würde ich vor allem erstmal ganz objektiv festhalten, dass die DSDS zu Schlager-Pipeline auf jeden Fall das Beste und in gewisser Weise vielleicht auch einfachste ist, was DSDS-SiegerInnen passieren kann. Wie sage ich das jetzt, ohne anmaßend zu klingen? Schlagerfans haben keinen Anspruch. Es geht halt viel weniger um sowohl moralische als auch politische als auch inhaltliche Integrität. Ja, also wenn du dich bei Deutschland sucht den Superstar durch diesen Castingprozess gewurschtelt hast und dein Privatleben ausgebeutet wurde, naja, dann nehmen dich die Schlagerleute halt gerne und machen da irgendwie weiter. Es ist eben in gewisser Weise voll miteinander zu vereinbaren, weil es in der Schlagerszene keinen Kredibilitätsverlust darstellt, bei DSDS teilgenommen oder gewonnen zu haben. Superstars. Und damit sind wir in der gottverdammten Königsklasse der DSDS-KandidatInnen angekommen. Und ja, ich finde, es sind aus dieser Show sogenannte Superstars hervorgegangen. Aber bevor ich meine Auswahl reveale, würde ich gerne mal unabhängig davon, was schon genannt wurde, eure Picks wissen. Gab es irgendeinen Siegersong, den ihr besonders gut fandet? Oder gab es irgendeinen Kandidaten, der so kultig war, dass ihr für immer dran denken musstet? Schreibt es bitte in die Kommentare. Lasst dem Video auch gerne ein Like da. Wir kommen immer näher an die magischen 30.000. Und ich will euch nochmal wirklich von Herzen meinen Zweitkanal empfehlen. Da kommen seit ewigen Zeiten wöchentlich zwei Videos rund um die ganze weite Welt der deutschen Popkultur. Von Songrankings hin zu Castingshows, zu irgendeinem Boulevard-Quatsch. Irgendwas, was eingeordnet werden will, wenn Oliver Pocher mal wieder brutale Scheiße labert. Wir sind auf dem Zweitkanal am Start. Kommt gerne mal vorbei. Ach so, und wenn ihr das hier heute am Sonntag seht, bin ich um 18 Uhr live auf Twitch und wir bewerten zusammen alle DSDS-Sieger anhand ihrer Gewinnersongs.
Das kann was werden. Und jetzt geht's rund. Denn ja, es gibt Leute, die aus dieser Show hervorgingen und tatsächlich nachhaltig wirklich erfolgreich wurden. Und das auf überraschenderweise relativ verschiedene Art und Weisen. Zum Beispiel Alexander Klaas hatte zum einen natürlich Glück, der Erste zu sein und viel Medienpräsenz auf sich zu ziehen. Aber nach seinem crazy Hype von Take Me Tonight, Free Like the Wind und dieser alles, was in diesem Fahrwasser von dem DSDS-Sieg passiert ist, war er auch richtig fleißig, denn er hat danach eine Ausbildung zum Musical-Darsteller dran gehängt, war dann 2006 schon im Tanz der Vampire, muss ich auch mal vorstellen, das war gar nicht so lange nach seinem DSDS-Sieg in 2003. Ab 2010 dann, das ist wahrscheinlich einer so dieser Landmarks, was man irgendwie immer auf dem Schirm hat, war er im Musical Tarzan. Er ist auch regelmäßig bei den Karl-May-Festspielen als Darsteller da mit im Ensemble. Ist eine andere Geschichte, Leute, was soll ich sagen? Aber darüber hinaus ist er eben auch in vielen TV-Formaten präsent. Und das will ich nochmal ausdrücklich betonen, es sind so edle TV-Formate. Also Alexander Klaas ist nie in den Trash abgerutscht. Er hat zum Beispiel 2014 Let's Dance gewonnen, er war bei The Masked Singer, er hat 2020 dann das große Comeback DSDS moderiert und nicht zu vergessen, das will ich hier nochmal erwähnt haben, er hat bei RTLs Die Passion den Jesus gespielt. Ein ganz ähnlich gelagerter Fall finde ich ja persönlich jemanden, den ich vor diesem Video überhaupt nicht in dieser speziellen Kategorie auf dem Zettel gehabt hätte, ist Luca Henny. Der hat 2012 als erster Schweizer gewonnen und hat damit schon quasi einen Stein im Brett. Seine Siegersingle Don't Think About Me ging ganz gut ab und vor allem auch in der Schweiz, in der Heimat, ist er bis heute mit seiner Musik auch immer noch irgendwie relevant und präsent. Das Ganze fand dann sein Zenit, würde ich einfach mal sagen, darin, dass er 2019 eben für die Schweiz beim Eurovision Song Contest angetreten ist und gottverdammt nochmal Vierter wurde. Das hatte ich wirklich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber das ist wirklich sowas, wo man einfach sagen muss, okay, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Und dazu könnte man fast meinen, er hat die Alexander Klaas Schule für TV-Präsenz besucht, denn auch er war bei Let's Dance und The Masked Singer und war da auch irgendwie so immer nah an seiner Profession des Sängers und des Performers, würde ich auch einfach mal betonen. Und ich glaube, grundsätzlich ist es das, dass man sagen könnte, er hat so diesen Turnaround, die Transition vom Castingstar so ein bisschen weggeschafft, in dem Sinne, als dass man ihn jetzt auch mit anderen größeren Erfolgen assoziieren kann. Und das ist eben auch einer der Kernelemente, die durchaus mit am wichtigsten sein können, wenn du erfolgreich aus DSDS hervorgehen willst. So hat es zum Beispiel nämlich auch die womöglich erfolgreichste DSDS-Siegerin aller Zeiten gemacht. Die geheimnisvolle, die Schlager-Queen, Beatrice Egli. Die hat nämlich, wie bereits angerissen, 2013, direkt nach Luca Henny als zweite Schweizerin übrigens, DSDS gewonnen mit Schlagersongs und hat sich damit nicht nur innerhalb von der Show eine Nische erschlossen, sondern auch einen neuen Karriereweg erstmal asphaltiert. Ja, der musste erstmal gemacht werden und Beatrice Egli hat das gemacht. Und das, obwohl sich das bis heute gar nicht so wirklich krass an den Charts ablesen lässt. Ihr einziger Nummer 1 Hit in all den Jahren war ihre DSDS-Siegersingle Mein Herz, es brennt, wenn ich dich sehe. Denn was viel wichtiger ist, sie hat sich direkt nach ihrem Sieg bei DSDS, lass uns mal so nennen, neu orientiert, neu positioniert und ist dahin gegangen, wo sie eben stattfinden muss, ins Öffentlich-Rechtliche. Dort moderiert sie dann schon in den regionalen Sendern seit 2015 kleinere Shows, ist mega beliebt beim relevanten Publikum und all das führt dazu, dass sie nicht nur ihre eigene Show, die Beatrice Egli Show, kriegt, sondern die auch teilweise 20.15 Uhr im ersten deutschen Fernsehen läuft. What? Und da muss man einfach feststellen, okay, Beatrice Egli hatte nicht irgendwie große Hits oder dies und das, sondern sie ist jetzt aktuell, in den letzten 2-3 Jahren, auf ihrem Karrierepeak und findet überall da statt, wo sie stattfinden kann und sollte und muss. Und das auch auf den prominentesten Plätzen. Und zuletzt dann nochmal, wie soll ich es nennen, ja, den komplett gegenteiligen Karrierepfad, der aber auf völlig entspannte Art und Weise dann doch nochmal da endet, wo Beatrice Egli endet. Ich erkläre es euch, Pietro Lombardis Karriere begann nämlich 2011 schon bei DSDS mit einer Mega-Storyline, mit einem Mega-Push, denn er hat in der Show eine Frau kennengelernt, mit der er dann quasi bis ins Finale kam. Es ist eine Story, eine Geschichte, schöner könnte man sie nicht schreiben. Die haben sich verliebt, die waren zusammen und dann haben sie sogar geheiratet und ja, es war halt Sarah Engels. Es gab dann von den beiden einfach so 4 Reality-TV-Doku-Sendungen, wovon die letzte Staffel ihre eigene Trennung begleitet hat.
Hä? Es gab dann damals auch große Boulevardberichterstattung um Sarahs Betrug an Pietro. Dann wiederum gab es eine Anzeige von ihr gegen ihn wegen häuslicher Gewalt. Und all das wurde unglaublich krass im Boulevard plattgetreten. Demgegenüber standen erstmal aber nur zwei veröffentlichte Alben von Pietro Lombardi selbst und zwei, die sie zusammen, Sarah und Pietro, als Paar aufgenommen haben. Sein Debütalbum mit der Single Call My Name war dann auch sehr erfolgreich. Das Irre ist aber eigentlich, dass er und auch natürlich sie durch diese ganze Boulevard-Medien, Presse, Berichterstattung die ganze Zeit da war. Also Pietro Lombardi war irgendwie gefühlt nie so wirklich weg und dementsprechend auch relevant, so schlimm es irgendwie klingt. Er hatte und hat zum Beispiel immer noch ein sehr gutes Verhältnis mit Dieter Bohlen, sitzt seit Jahren in der DSDS-Jury, wo er übrigens in diesem Jahr zusammen mit einer gewissen Beatrice Egli dann sitzt. So schnell finden sich die Wege wieder zusammen. Dann gab es völlig random so vor 4 Jahren ungefähr eine Zeit, wo er bei YouTubern in Videos präsent war und sich da wahrscheinlich auch so promomäßig ein neues Publikum erschließen konnte. Und parallel, das darf man nicht verheimlichen, hatte aber auch seit 2018 durchgehend immer wieder wirklich relevante Hits, wo er dann irgendwie diese ganze so Despacito-Sache mitgenommen hat und da so Songs gemacht hat, die ähnlich klingen. Er hat dieses gottlose Modern Talking Cover zusammen mit Bohlen und Katja Krasavice gemacht. Und das war alles, wenn nicht gut, dann mindestens kontrovers und relevant. Aber die weirdeste und komischste Superstar-Geschichte, die haben wir noch vor uns. Absturz. Ja, okay, hier geht's eigentlich so um den einzigen Superstar. Wenn man Superstar als das versteht, dass man in so einem Medienzirkus irgendwie auch mal alles durchhaben muss. Ja, also wenn es diese Geschichte vom leidenden Künstler gibt, dann ist er genau das. Mark Medlock. Mark Medlock hat 2007 die 4. Staffel von DSDS gewonnen und war von Beginn an Dieter Bohlens neuer Thomas Anders. Und es war auch irgendwie von vornherein klar, dass es da so einen ungenierten Push dahin gibt, dass er auch das Ding wirklich gewinnt, damit Dieter Bohlen da richtig mit reingehen kann und damit die da Musik gemeinsam machen können. Und ja, er hat es halt auch eben gewonnen. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal meine persönlichen weichen Faktoren damit rausnimmt, ist Mark Medlock der erfolgreichste DSDS-Sieger aller Zeiten. Er hatte 3 Nummer 1-Hits und seine ersten 5 Alben waren alle in den Top 3 der Charts. Und eine Zeit lang war Mark Medlock wirklich überall. Und eben auch im Boulevard. Denn es gab, wahrscheinlich muss man sagen, leider immer wieder berichtenswerte Sachen aus seinem Leben. Ich muss da wirklich aufpassen, dass ich nicht lache, denn Mark Medlock ist 2-mal in seinem Leben seine Wohnung ausgebrannt. Was sind die Chancen? Also wie wahrscheinlich ist das bitte? Er hat seine Managerin mit einer Axt bedroht, ist öfter mal mit Aggressionsproblemen aufgefallen und hat aber auch offen und ehrlich über seinen Drogenmissbrauch geredet. Mark Medlock hat über die Zeit seine Karriere mittlerweile so 3-mal beendet und wieder begonnen und dann blieb es aber bei dem Ende. Über die 10er Jahre hinweg gab es dann immer mal wieder Veröffentlichungen und Lebenszeichen. Letztendlich so ranken sich Legenden und Mythen drumherum. Auch das finde ich richtig starmäßig, ehrlicherweise, dass man so gar nicht so genau weiß, was jetzt los ist. Aber es ist wohl so, dass er sich auf Sylt zurückgezogen hat und mit der Öffentlichkeit überhaupt gar nichts mehr am Hut haben will. Und letzter Nachtrag, so schnell kann es gehen, zwischen Aufnahme und Schnitt hat sich Mark Medlock auf Facebook gemeldet und hat dort angekündigt, dass es eine kleine Ausstellung seiner gemalten Bilder gibt und vielleicht, ich zitiere, gibt es auch 2 oder 3 Songs unplugged von mir. Er ist wieder da. Fazit. DSDS ist und bleibt eine der erfolgreichsten TV-Shows überhaupt. Aber eben auch nur das. Eine TV-Show. Ich bin der festen Überzeugung, dass das, was in frühen Tagen und was das Konzept ja auch in gewisser Weise vorgab, mit Menschen wie Mark Medlock, Alexander Klavs, aber auch Tobias Regner oder meinetwegen auch Pietro Lombardi gemacht wurde, war menschenunwürdig und eine reine zur Schaustellung von medienunerfahrenen Personen, um einen möglichst großen Hype zu generieren, damit man sein Invest als RTL da auch irgendwie wieder reinholen kann oder wahrscheinlich noch mehr Geld scheffeln kann. Und ich will auch nochmal ausdrücklich betonen, dass es in diesem Video natürlich schon ein bisschen um die Neugier ging, was machen die heute, aber eben nicht darum, sich über irgendwen lustig zu machen oder zu sagen, hahaha, wie krass die karrieremäßig abgestürzt sind. Am Ende des Tages geht es, jetzt werden wir sehr philosophisch, im Leben auch irgendwie nicht immer darum, eine Chartplatzierung zu haben. Dementsprechend applaudiere ich jedem, der aus dieser Sache raus ist. Vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung, hoffentlich
hoffentlich ein bisschen gutes Geld mitgenommen hat und jetzt an einem friedlicheren Platz ist. Ich applaudiere explizit niemandem, der häusliche Gewalt ausübt und auch nicht Dieter Bohlen. Das will ich an der Stelle einfach nochmal so in den Raum werfen und ein bisschen Chaos verursachen und damit das Video beenden. Es war eine lange Reise und ich hoffe, wir haben irgendwie alle was gelernt und gehen aus dieser Reise gestärkt hervor für unser eigenes Leben. Denn nur weil wir mal irgendwann was Übererfolgreiches geleistet haben, heißt das nicht, dass der Rest unseres Lebens unbedeutsam ist. Das ist meine Lebensweisheit. Die nächste ist, folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, klickt ihr trotzdem einen Kuss. Tschüss.